Spaß damit habe, denn das dürfte, glaube ich, das Entscheidende sein. Deswegen haben wir uns auch entschlossen, vom Verein Stupfericher Selbständige das zur Verfügung zu stellen. Es war eine Anregung von unserem Mitglied Bernhard Vogel, muss ich sagen, aber das ist da, das Opa, Kinder sind hier drin. Von daher, ohne Junior schimpft man schon wieder, wenn Mama nicht da ist. Aber ich hoffe, dass die Kinder mit Spaß habt und dass natürlich ja ein bisschen Freude daran habt und dann glaube ich, dass es gut angekommen ist. Einfach. Ja, Schätzt ihr das mal da wirklich, dass jeden Tag eine Frau kriegt oder jede Woche mal? Kinder genug gibt es da dafür? Ja. Und eines Person kommt halt dann mit sechs Kindern unterwegs. Das ist ja, ich war sehr sicher, ihr habt das ja schon gesehen, wie der bremse. Auch schon gesehen, wie das mit dem Geldverschluss funktioniert. Und die Bremse rumgemacht. Jetzt ist ja ungebremst. Und das, der Chauffeur muss sich dann ums Handgelenk legen. Und wenn jetzt irgendwas passiert, ein Stolper oder irgendwas, dann bremst der Wagen automatisch. Also totale Sicherheit. Und natürlich kann man das, wenn der Berg runtergefahren wird und so weiter, dann mag das ja auch recht schwer sein. Mami, Mama, was bringt? Hier, dann kann man das auch so dosiert einsetzen zum Bremsen. Kleiner Klettergarten. Auch so am Steilhang, seht ihr? Achtung. Und jetzt kommt eine scharfe Kurve. Super. Der Herr die Tischt. Aber leg du aus. Schön. Alle winken. Was sieht Paula? Ja, du kannst doch trotzdem winken, Luis. Jetzt müssen wir wieder hoch. Ne? Ja, okay. Guck mal,
So, du willst jetzt noch ein Bild machen, oder bist du dann in die Tasche des Kusses raus? Ja, aber das ist aber ja für die Krippe. Das geht zum Beispiel auch Ich sage auch, sie ist nur für den Leiden da.